gestern schon mit einer 7,7 im Ziel angekommen, also schon knapp 30.
Alkalin, Zeit von gestern eine 4,4. Denn der Platz auf der 8 hat jetzt eine 6er Zeit. Und die schnellen Läufe, die ihm sind, mit einer 6,94, das geht aber bei ihm auf die Auto beim
10, 6, 5. Top Qualifier. Wir sehen ihn hier entspannt mit einer. Das sieht richtig gut aus, es wird eine 6-7 mit 330. Ein Bild an dem Top-Qualifier-Stand von der J1 und der J2. Ein fantastischer. Thomas Pedersen kommt nicht in die Bei Burnout der kann Stuart Crane die 6,5 verbessern. Seine persönliche Bestzeit liegt bei 6,2. Das ist was. Da noch halten, kommt er sehr nah an die Linie.